Maja, was sollte das? Der Mann war 12 Jahre Kunde bei uns. Sein Name ist Kotschewski. Kott mit Doppel-T. Ihr dämlicher Lachanfall hat uns einen Stammkunden gekostet. Nächstes Mal reißen Sie sich gefälligst zusammen. Schatz, ich hab gleich Feierabend, ja? Nur noch eine, oh nein, Kundenzufriedenheitsbefragung. Paul Dardai? Paul Dardai? Kommt mir bekannt vor. Oh oh, Stamm- und Problemkunde seit 1997, alright. Time for some magic. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Dardai. Ihr Telefonanbieter hier, mein Name ist Fasthaucher und es geht um Ihren Arcor-Vertrag aus dem Jahre 1997. Nochmal, wie meinst du das? An dieser Stelle würde ich Sie gerne zu Ihrer Zufriedenheit mit dem Vertrag, der eigentlich für Jugendliche angedacht war, befragen und im Anschluss Sie von den Vorteilen einer Aktualisierung der Vertragskondition überzeugen, denn das ist meinen Kollegen vor mir ja offensichtlich nicht gelungen. Sag ich allerletzte Mal. Paul bleibt Paul. Ja. Ich bin seit 30 Jahren hier. Ich komme aus einem schwarzen Ascheplatz. Ich sprach nicht mal richtig eure Sprache. Und Paul hat immer hart gearbeitet, immer ehrlich. Ich habe nach Gymnasium der Universität angefangen, aber nach einem Jahr habe ich abgebrochen. Ja, weil lieber Fußball und dann schnell Militär erledigt, damit ich nach Ausland gehen kann. Und ich bin immer noch hier, weil ich Paul Dardai bin. Okay, danke für den Einblick. Um nochmal auf Ihren antiken Telefonvertrag zurückzukommen, mal ganz ehrlich, liegt es am Angebot an sich oder an den Kolleginnen und Kollegen, welche Sie bisher betreut haben? Man muss noch vieles zeigen für uns. Ja. Ich erwarte viel, viel mehr von ihm. Tut mir leid. Das habe ich auch deutlich damals angesprochen. Vielleicht hat wehgetan. Ich bin nicht immer nett, sogar manchmal sehr unfreundlich. Herr Dardai, das würde ich jetzt so nicht sagen. Was fehlt Ihnen denn? Die Ausbildung ist nicht vom Paar. Ja, okay, das stimmt. So schlimm, sagen Sie? Braucht man nicht etwas schön zu reden. Das kannst du nicht bewerten. Und deswegen, momentan, das ist schockierend, muss man darüber auch reden. Ja, nicht das irgendwie unter den Teppich schieben, weil das nicht schön. Das war nicht gut. Und jetzt nach dem Spiel kann ich nur eine Sache, muss man akzeptieren. Das ist nicht schön, muss man runterschlucken, das tut weh. Aber jetzt hier zu ärgern oder irgendwelche Kopf zu machen oder die Jungs zu schimpfen, das bringt nichts. Dann meine ehrliche Frage, was würden Sie denn anders machen, wenn Sie in unserem Team wären? Wir waren einfach faul. Ja? Wir haben nichts investiert, jeder nur gewartet für weiß ich nicht was. Kann man auch über die Trainingsanalyse machen. Wir nehmen alle Training auf und dann korrigieren wir sehr viele Sachen. Ja. Und in diesem Moment bist du mehr als Psychologe gefragt, weil genauso wie die Analyse gezeigt hat, hat keiner gewünscht, die Gegner zu folgen. Ja? So, da sollte das eine aggressive Verteidigung sein, nicht nur da sein. Und ich glaube, die Mannschaft war ein bisschen gelähmt. Ja, da war nicht so aggressiv, was wie ich das vorgestellt habe oder wie wir das können. Und da müssen wir anderes Qualität zeigen. Athletische Training und ja, manchmal kommt Muskelkater. Ja, genau. Ja. Also Herr Dardai, das würde ich einfach genau so weitergeben. Ja. Er darf nicht so abweichen, muss nach vorne verteidigen, immer nach vorne verteidigen, weil da gibt keine Überzahl, nicht passiv bleiben, aktiv. Und sonst, ich bin zufrieden mit dir. Und einfach soll alle gesund bleiben. Dann ist es ein schöner Konkurrenzkampf. Jeder geht zu dem Limit. Und das macht Spaß. Ja, also, Herr Dardai, wissen Sie was? Sie sind engagiert. Sie würde ich sofort nehmen. Ne? Wir wollen mir weiter. Ich glaube, wenn wir weiter so gut dranbleiben, von der Truppe kannst du auch einfach weiterrutschen. Ja. Und dann werden wir sehen, ob man einen attraktiven Gegner kriegt oder nicht. Ich finde, das ist eine ordentliche Truppe. Könnte man besser, könnte man schlechteres kriegen. Okay. Ja, das ist kein Wunschkonzert. Nee, die das ist nicht. Rührei essen oder ungarische Salami. Ja, ich würde das auch nicht bestimmen, weil die sind Profis. Wenn einer zu Hause so isst, dann muss das weiter so essen, weil so, dann kann er laufen. Ich habe immer Gulasch gefressen und konnte ohne Ende laufen. Vielleicht ist auch nicht gesund. Ja, nee. Also, Herr Dardai, wenn Sie unser Team leiten würden, glaube ich, wären wir schon längst weiter. Ich sehe, wir haben Ihnen über die Jahre diverse neue Geräte gesendet und die kamen immer wieder zurück. Sie sind immer noch zufrieden mit Ihrem Siemens S10? Ich bin kein Laptop-Trainer. Wir haben mit Laptop 100 Mal gezeigt. Ja. Ich habe das bekommen damals von Juri Röber genau so. Okay. Dann habe ich lebenlang gelernt. Und die neuen Modelle haben Ihnen jetzt gar nicht gefallen? Das hat nicht gut ausgesehen. Okay. Und auch Zeit zum Kennenlernen. Und das ist das, was für mich ein bisschen wehtut. Und da hast du gedacht, was ist los hier? Aber das kostet Kraft. Ja. Und das ist auch nicht fair. Ich muss die Sache machen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Um Gottes Willen, Sie sollen kein schlechtes Gewissen haben. Ja? Sie hatten vor einigen Jahren auch um 3 weitere freie SIM-Karten gebeten, für Ihre Söhne, glaube ich. Und das wurde damals abgelehnt. Da haben Sie sich auch über meinen jungen Kollegen beschwert. Ich habe gebettelt, nett und jetzt soll der Schluss sein. Ja. Also in meiner Welt, ich kenne keine
Firma oder keine Gesellschaft, wo so etwas wird, einfach ja. unter die Teppich schieben ja. und das war's. Und die böse Trainer hat diese böse Entscheidung getroffen gegen diese arme kleine Kind. Ja, also ich erinnere mich, ein bisschen hat er geweint, aber... Vertrauen hat er bekommen, muss man sagen, die böse Trainer hat sehr oft ja, richtig geschlagen. Na, nicht, dass ihr mich anzeigt, nicht so wie ich das ach, Wort zu Wort. Keine Sorge. Ja. Ich sage eins, ich gut. finde, dass ich ein Profi ja. bin und ich finde, dass ich die beste, ich versuche immer die beste Lösung zu suchen. Ja. Und so ist Ball, deswegen okay. ist Ball seit 30 Jahren hier. Ja. Und irgendwie ja, akzeptiert, weil ich bin ehrlich, das muss man runterschlucken. Ja, das verstehe ich auch, absolut. Ne? Herr Dada, ich sage, wir finden da bestimmt eine Lösung. Ja? Wir wollen ja auf gar keinen Fall, dass sie am Ende noch zur Konkurrenz gehen. Ne? Das wollen wir nicht. So viel war auch nicht besser. Und dann sagt man, ja. okay, jetzt müssen wir wechseln. Ja, die können auch hat man jeder ja. seine Chance bekommen. Ach. Ihr kennt mich, ich habe einen dicken Bauch, sehr schön. Bauchgefühl, weiß ich nicht, wie es seine ja. Möglichkeiten zu wechseln und wie es meine Möglichkeiten. Und ich habe, ich glaube, von meinen Möglichkeiten die Maximum rausgeholt. Naja, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, denn mit einem aktuellen Vertrag hätten Sie zum Beispiel auch mal die Möglichkeit, im Ausland zu telefonieren. Reisen Sie gern, wäre das attraktiv für Sie? Hm? Aber wenn ich über Reisestress rede, Schweden, Ukraine und Spanien, mhm. das geht. Auch die, als Attraktivität, das geht auch. Passen Sie auf, Herr Dardai. Sie kriegen Ihre drei SIM-Karten und ich aktualisiere Ihre Kondition, so sehr es Ihr mit Verlaub uraltes Telefon zulässt. Was halten Sie davon? So als kleines Dankeschön einfach. Ich habe Gänsehaut gehabt. So, das klingt doch gut. Gibt es denn sonst noch was, irgendwas, was Sie loswerden wollen? Bitte darf ich nicht vergessen, ja, in Australien lebt die rote Känguru, das ist ein großer Känguru. Dieser Känguru kann 9 Meter weit springen, 3 Meter hoch springen und läuft mit 60 km/h. Gepard kann ich nicht sagen, Gepard ist das schnellste Tier in der Welt, ja. Ich wollte Tierarzt werden, ja, damals, ich kenne die Tiere, alle Tiere kenne ich, ja. Ob das Haustiere oder Wildtiere, ich kann Fragen stellen, ich werde sehr gute Antworten geben. Alles gut, Herr Dardai. Ich würde Sie einfach nicht länger aufhalten wollen, Sie haben sicher... viel, viel zu tun, oder? Ich habe gestern vertikutiert noch einen langen Tag, ja, weil endlich jetzt war so ein Tag, wo man die Rasen sauber machen kann. Ich war richtig kaputt, habe ich meine Weinschorle getrunken, habe ich meine Zigarre geraucht, habe ich gebadet. Dann habe ich natürlich hingesessen, ja, die Stuttgart anzugucken, erste Halbzeit komplett und Halbzeitpause, paar geht schlafen, so wie immer. Aber Benze hat Fußball geguckt, gleich SMS geschickt hat, habe ich noch eine schöne Phase noch mitgeguckt, also praktisch. Ein bisschen habe ich eingeschlafen, aber sehr gut geschlafen. Und egal was, wir können über alles reden. Passt schon, Herr Dardai. Alles gut. Abschließend bitte ich Sie nur noch um ein Fazit zu dem Angebot, was ich Ihnen gerade gesendet habe. So, für meine Chefs. Das kommt dann nämlich immer gut an. Verstehen Sie? Vielen Dank für viele Angebote, wirklich von der ganzen Welt. Ihr seid alle nett und danke für die Vertrauen. Aber ich genieße meine Familie. Ich habe immer gesagt, jetzt bin ich Rentner. Ich habe daran gewöhnt, ich habe nicht gewusst, so schöne Leben gibt auch, ohne die Stress. Ja? Ich habe auch gedacht, nach 2 Wochen bestimmt, ich werde verrückt. Nein, wir haben einen Hund gekauft, wir sind sehr zufrieden, ich bin ein komplett anderer Mensch geworden. Mein Freund hat zu mir gesagt, wenn du einen Hund kaufst, dann bist du ein anderer Mensch. Ich habe ausgelacht. Hab ich wirklich so ein Gefühl, Traum, das ist eine Traumsache. Das ist bald da, jetzt ein netter Mensch. Und gestern habe ich zugesagt. Und Ihr neuer Lieblingsansprechpartner, Herr Fastaucher, war auch kompetent, oder? Er trainiert für sein Leben. Jeden Tag gibt Einsatz. Und dann habe ich das honoriert. Also bitte Hände hoch, wer das nicht sagt, er hat keine Eier. Ja? Vielen Dank, Paul. An der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass es wohl niemanden gibt, der bei uns einen Vertrag hat und uns so in- und auswendig kennt. Einer, der sich so sehr damit identifiziert, nachweislich ehrlich ist und Menschlichkeiten dieses oftmals ekelhafte Geschäft bringt. Das ist der Weg und der ist kostbar. Und du, unersetzlich. Die Lücke wird nicht zu füllen sein, doch ich gönne dir die Pause vor den Hohlrohren da draußen. Da sei dir sicher. Danke, Paul. Schon was vor heute Abend? Dann habe ich meinen Hund, dann trinke ich meine, erstmal ein Bier. Genau so. Meine Zigarre, genieße ich den ganzen Tag, morgen weiter.